Jo, sind wieder bei Zelda mit Majora's Mask 3D. Beim letzten Mal haben wir uns hier noch um die letzten Kinder gekümmert und wollen nun mit dem letzten Kind reden. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Ja. Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Naja, tut mir leider nicht. Gut, dann machen wir es halt anders. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Und da haben wir jetzt unsere letzte Maske. Das Gesicht der grimmigen Gottheit. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Und damit haben wir auch das hier voll. Du hast die letzte Maske erhalten. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber. Und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir? Na, wenn du unbedingt möchtest. Ziemlich krass hier drin aus, ne? Und unsere letzte Maske, die wir bekommen haben. Das Gesicht der grimmigen Gottheit. Kann ich die nicht verschieben? Schade. Die Maske dieser Gottheit durchströmt die Macht der grimmigen Gottheit durchströmt diese Maske. Sie wirkt nur an bestimmten Orten. Und zwar kann man, das ist auch wieder eine Maske, die man nur in Bosskämpfen benutzen kann. Joa. Ich werde eine Sache noch eben machen. Und zwar Chateau Romani trinken. Denn das macht, dass wir nämlich keine Magie mehr verbrauchen. Das ist... Würde ich sowieso immer anraten, wenn jemand hier in den letzten Kampf gehen möchte. Nehmt euch immer eine Flasche Chateau Romani mit. Die 200 Rupine sind es eindeutig wert. So, und hier haben wir Majoras Maske. Was sagt denn Taya? Nutze deine Erfahrung, wenn die Vorderseite unverwundbar ist. Was dann mit der Rückseite? Ja. Gerade so noch gedreht. So, und jetzt können wir draufhauen. Ja. So, die erste Phase ist ja noch recht einfach. Sie fliegt rum. Und wir müssen versuchen, sie einfach auf der Rückseite zu treffen. Na komm. Kann ich dich doch treffen, während du dich da so drum drehst? Na, ich darf auch nicht zu nahe kommen. Einen Moment mal kurz. So. Kleiner Hustenanfall und so. Ich will es erstmal immer so ein bisschen zeigen, was die Phase so macht. Und dann zeige ich mal, was das Gesicht der grimmigen Gottheit so macht. Du darfst dich jetzt aber gerne auch mal wieder mit dem Rücken zu mir zuwenden. Irgendwie will die gerade nicht. Ich will gerade lieber ein bisschen Beyblade spielen. Musik ist aber auch genial. Irgendwie? Jetzt. Ah, okay. In der nächsten Phase ist es dann so, dass die Bossmasken hier auch mit rauskommen und versuchen mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu irritieren. Die kann man aber, genau, so kaputt machen. Wenn man nämlich das Licht von Majora einfach auf sie ab, so ein bisschen ableitet. Ansonsten schießen die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Sachen auf mich. Weil ich glaube, man kann sie auch einfach mit Lichtpfeilen abschießen. Ups, da habe ich den Falschen erwischt. Wieder Laser? Huch, Junge, das ist so ganz was gebracht. Ja, zwei Lichtpfeile reichen aus und wie ihr seht, wir verlieren keine Magie. Mäh.
glaube, das Licht von diesen Laser von Majora muss man auf Majora selbst wieder zurückleiten. Oh, sie geben Herzen. Nimm auf. Ja, am besten ohne Anvisierung. Weil dann kann man das besser steuern. Na komm. So, und jetzt zeige ich euch mal kurz das Gesicht der grimmigen Gottheit. Weil ich glaube, die Phase wäre jetzt jetzt fast vorbei. So, das Gesicht der grimmigen Gottheit hat ein riesiges Schwert und wenn man den Gegner anvisiert hat, schießt er so einen Laser durch. Und sie ist verdammt stark. Also wie gesagt, die Phase wäre jetzt vorbei gewesen, hätte jetzt immer noch das gleiche gemacht. Ich werde es wahrscheinlich auch mal so machen, ich zeige die Phase, wie man sie normal besiegt. Und hause mit dem Gesicht der grimmigen Gottheit um. Ich würde es nicht dauerhaft benutzen, weil das wäre so ziemlich der Easy-Mode. So, Majoras Inkarnation. Die Musik ist so genial hier. So, das ist eine Erfahrung. Schnelle Gegner musst du jagen, weit entfernt Gegner aus der Distanz angreifen. Ja. Geht doch. Er macht sehr interessante Sachen. So ein Moonwalk. Naja, er ist auf dem Mond, also. Er macht Pirouetten. Tanzt eigentlich nur rum. Also eigentlich ist er nur am Verarschen die ganze Zeit. Am besten immer dann treffen, wenn er gerade irgendwelche komischen Posen macht. Das ist so witzig, die Phase. Dann macht er noch einen... Ich habe keine Ahnung, wie dieser Tanz heißt. Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Dieses Rumtanzen. Ja. In der Phase ist aber noch am einfachsten. Und hier braucht ihr nicht mal die Maske, das Gesicht der grimmigen Gottheit. Das ist so einfach, den umzuhauen. So, aber jetzt kommt seine dritte Phase. Majoras Magier. Der aussieht, als hätte er sich die eigenen Pulsadern rausgehauen und... Direkt am Anfang hat man anscheinend einen kleinen Free-Hit, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aber... Der scheint sich auch nicht groß zu wehren. Naja, was sagt Haya? Au, au. Lass das. Schmeiß mich hier nicht durch die Gegend. Taya, würdest du ihn bitte anvisieren? Ich will den nur bitte einmal anvisieren. So. Verwandle dich oder nutze die Umgebung zu deinem Vorteil. Es gibt immer eine Möglichkeit. Naja, zur Not. Lichtfall drauf. Aber ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich werde nicht mal dran gekommen. Oh, der kann sogar wegspringen, wenn ich Lichtfall davon mache. Also auch nicht schwer. Ich glaube, da brauchen wir mal das Gesicht der grimmigen Gottheit nicht. Hallo? Au. Ich glaube, wir werden gleich wieder ein bisschen fliegen. Und das war's. Joa. Außer es kommt jetzt noch eine Phase dazu. Ganz neuerdings, aber ich glaube... Nee. Wir haben das Gesicht der grimmigen Gottheit nicht mal gebraucht. Das war auch so ganz einfach. Gut, der Chateau Romani hat ein bisschen geholfen, aber ich hätte auch stattdessen einfach auch meine Magie wieder heilen können mit einem grünen Elixier, also von daher... Nebenbei die Angriffe von Unilink, so heißt das nämlich, heißt nebenbei, wenn er sich verwandelt, mit dem Gesicht der grimmigen Gottheit, verbrauchen auch Magie. Also dieser Strahl, den er schießt. Huch. Mond weg. Jetzt wird es nie wieder irgendwelche schönen Spaziergänge beim Mondschein geben.
Der Mond hat sich in einen Regenbogen verwandelt. Oder so. Ja. Hätten wir das geschafft. Dämmerung eines neuen Tages. Ah, er ist wach. Naiv hier. Schön eigentlich voll in der Stadt drin, aber na gut. Ihr habt mich also nicht vergessen? Nein. Ihr seht mich immer noch als euren Freund? Nein. Ich meine, ja. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollten nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Obwohl auch Freunde sein können? Klar. Du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals das Lied beigebracht hat. Ich weiß, lasst uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Solltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit deines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Und weg ist er. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, eigentlich war die Zeit mit dir gar nicht so übel. Bald wird der Karneval beginnen. Vielleicht sollst du jetzt gehen und dich um deine eigenen Sachen kümmern. Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Okay. Yo. Link! Danke. Hier beginnt jetzt nun der Karneval und hier beginnen jetzt nun auch gleich die Credits. Denn wir haben das Spiel geschafft. Yay! Zu, ich meine, 100%. Wir haben am Ende alle Masken gehabt. Dieses Gesicht der gemeinen Gotte bekommt man eben ganz am Ende, wenn man alle anderen Masken hat. Wir haben alle Herzen gehabt. Wir haben das Bomber-Tagebuch gefüllt. Fun Fact. Das Lied, was hier gerade gespielt wird, ist das, was wir dem dabei gebracht haben. In einer Sidequest. Ja, was kann ich denn zu dem Spiel sagen? Verdammt viel. Das ist
mein Lieblingsspiel überhaupt, also die N64-Version. Und als ich das Remake gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, yes. Also, ich habe ja vor, bevor ich das Let's Play hier gestartet habe, auch nochmal die N64-Version in einem kleinen Speedrun gespielt. Das ganze Spiel in 4 Zyklen mit allen Herzteilen und allen Masken. Und es hat auch funktioniert. Das fand ich sehr gut. Könnt ihr euch den nebenbei auch anschauen, wenn ihr möchtet. Wir gehen in die falsche Richtung. Ja, und deswegen, so hatte ich quasi direkt den Vergleich nochmal komplett. Dass ich weiß, hier das Spiel und im Vergleich das andere Spiel. Nebenbei, je nachdem wie viel wir im Spiel geschafft haben, desto mehr wird in den Credits gezeigt. Ansonsten wird meist nur so eine Maske, glaube ich, gezeigt nach dem Motto, hier, da hättest du noch das und das bekommen können. Also ich habe mich auf das Spiel riesig gefreut und ich muss sagen, es sieht erstmal wunderschön aus. Das kennt man ja schon von Ocarina of Time 3D, die haben das richtig schön umgesetzt. Alles hat einen richtig schönen Touch nochmal bekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also an der Grafik habe ich echt nichts aussetzen, das ist echt eine wunderschöne Neuerung. Die Musik, spitze. Die haben genau die gleiche Musik verwendet, meine ich sogar. Aber die Musik in Majora's Mask war schon genial. Eben, der Deku-Tempel, den wir eben gesehen haben. Allgemein die Dungeon-Musiken? Die Dungeon-Soundtracks? Besser so. Und das ist einfach nur wunderschön. Hier nebenbei, also was man gesehen hat, die Postmütze, glaube ich, hat man hier sonst gesehen. Und Kamaros Maske hat man, glaube ich, gesehen, hätte man das noch nicht gemacht. Also je mehr man geschafft hat, desto länger sind die Credits. Gameplay-technisch. Ja. Ist eigentlich genau das gleiche geblieben, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe jetzt groß keine Veränderungen gespürt. Eventuell sind so ein paar Bewegungen einfacher geworden und einfacher zu kontrollieren. Oder es ist einfach auf dem Circle-Pad einfacher als auf dem mit dem GameCube-Controller. Zum Beispiel hat man das auch, glaube ich, bei den Schießbuden gemerkt. Also ich habe die alle sehr schnell geschafft, wofür ich bei der N64-Version sehr viel länger gebraucht habe. Nebenbei, wenn ich hier rede, N64-Version und GameCube-Controller, ich habe es auf der Virtual Console auf der Wii und dann kann ich es mit einem GameCube-Controller spielen, deswegen. Ja. Aber dafür ist zum Beispiel das Rollen mit dem Goron doch. Dadurch, dass das Circle Pad nicht diese Einrastdinger hat, diese Einrastecken wie beim GameCube-Controller, ein bisschen schwerer. Kommen wir mal zu den Verwandlungsmasken. Die sind eigentlich auch alle. Also, Deko hat sich nicht verändert, außer, na, wobei die Seifenblase, die kann man jetzt nicht immer random abschießen, sondern nur, wenn sie voll aufgeladen ist, aber gut, kein Problem. Die Goron-Rolle funktioniert jetzt auch ohne A gedrückt zu halten, ist jetzt auch kein großes Problem. Der Sora dagegen, dass er dieses schnelle Schwimmen nur machen kann, wenn er Magie benutzt, finde ich etwas unpraktisch. Wenn man jetzt gerade keine Magie hat zum Beispiel, dass man da nicht diesen schnelle Schwimmen machen kann. Aber gut. Will ich mal nichts gegen. Es ist noch in Ordnung. Es ist jetzt nichts ganz so Schlimmes. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen am Anfang, wo ich mir dachte, hä, wie schwimmt der denn schnell? Na gut, dann halt nicht. Was hatten wir noch? Items ist ja, glaube ich, nichts. Die eine Flasche ist dazugekommen. Genau. Eine 7. Flasche. Einfach mal, damit man der Maske des Zirkusdirektors einen Sinn gibt, weil die hatte vorher keinen Sinn, außer halt eine kleine Cutscene noch zu geben. Aber gut, die Maske der Düfte hat auch keinen Sinn, so wirklich, von daher. Naja, auch nicht so schlimm. Was gab's noch, was ich sagen möchte? Ja, der gelbe Dufter mal da weg. An sich, das Spiel ist einfach nur super. Einen Kritikpunkt habe ich aber. Einen ganz großen. Nämlich das mit dem Wasser einfrieren. Ich finde das ziemlich doof. Dass man nur Sachen einfrieren kann, wo es ein bisschen glitzert. Warum auch immer. Ich finde, das ist einfach nur doof. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist super. Wenn man jetzt mal fragen würde, ob ich die N64-Version oder die Version besser finde, ich würde, glaube ich, echt zu der hier tendieren, weil
Sie lässt sich auch angenehmer spielen, dadurch, dass man unten auf dem Touchscreen einfach alles eben schnell machen kann und dass man auch mehr Platz für Items hat. Also insgesamt hier sind es ja 4. Bei der N64-Version waren es nur 3. Also von daher. Joa. Eine schöne Zeichnung. Ich würde sagen, das Remake ist richtig gut gelungen. Das Spiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mario Jonas Mars ist auch weiterhin mein Lieblingsspiel of all time. Bestes Spiel für mich. Die Atmosphäre ist super. Die Story ist eher ein bisschen im... Ach, kommt ja noch ein bisschen was. Die Story ist eher so ein bisschen, sag mal, eher so nebendran. Also ich finde, die Sidequests, das ganze Sammeln, die Masken, alles, was man da machen kann, das ist eigentlich mehr im Vordergrund und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also die Story ist eigentlich sehr einfach gehalten. Da ist das Horror-Kit. Du möchtest das aufhalten, mach die 4 Dungeons und geht mit den Sachen zu ihm zurück. An sich passiert da wirklich sonst nichts. Man kriegt von Anfang an seine Aufgabe, geht zu den 4 Dungeons und geht dahin. Und an jedem der 4 4 Gebiete muss man eher so ein bisschen... Hat man so die Leute selbst da, die da ihre Probleme haben. Beim ersten Mal die wütenden Dekus. Beim zweiten die verzweifelten Goronen. Beim dritten Mal die, weiß nicht, depressiven Soras. Und dann halt dieses tote Ikana-Land, wo schon keiner mehr ist. Außer dem einen Forscher und seiner Tochter. Und dass man da nach und nach die ganzen, und vor allem mal verschiedenen Leute da, oder was man auch in Unruhstadt die ganzen Leute hat, die sich denken, was, Mond? Nein, da ist kein Mond, der fällt nicht auf uns runter. Und nach, wie sich die Musik dann auch verändert. Es ist ein schönes Spiel. Wir kriegen gerade so ein bisschen nochmal die ganzen Lieder so ein bisschen durch. Schöne Lieder. Die Lieder sind auch so schön, das Lied der Heilung. Oder die Sonate der Heilung. Hymne der Heilung, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das Heilungslied jedenfalls. So ein schönes Lied. Ich würde auch allgemein sagen, ist auch weiterhin mein Lieblingsspiel. Auch die 3DS-Version, glaube ich, jetzt eher als die N64-Version. Kann ich auf jeden Fall doch sagen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel hier zu spielen. Auch zu Let's Playen. Ich habe es im Let's Play gespielt, von daher. Auch ich verspreche mich mal oder sage komische Sachen. Das ist ein Let's Play, das gehört dazu. Na gut, und da wir jetzt schon bei den Producern und wahrscheinlich gleich beim General Producer Shigeru Miyamoto sind. Ach, da ist der Executive. Okay. Satoru Iwata wieder mal. Ganz zum Schluss. Sie haben ein schönes Spiel gemacht. Nintendo und Grezzo. Grezzo, glaube ich, waren die, die da halt dafür zuständig waren, das hier auf 3DS zu packen. Oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Ende. Passiert noch was, wenn ich was drücke? Huch. Ja, ich möchte speichern. Daten werden gespeichert, wenn du die Datei lädst. Beginnst du bei der Dämmung des ersten Tages. Okay. Soll ich nochmal kurz reingucken? Version 1.1. Ach ja, stimmt. Ich habe da letztens ein Update dafür runtergeladen. Ich weiß zwar nicht, was es gemacht hat, aber ich habe ein Update. So, ja, wir sehen. Alle Masken, alle Herzen. Yo. Wir haben alles. Der Spielstand ist komplett und ich würde sagen, das war mein Let's Play zu Zelda Majora's Mask 3D. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Könnt mir ja gerne schreiben, wie es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ja. Und ich würde sagen, mit diesem wundervollen Lachen dieses Maskenhändlers, war es das von diesem Projekt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.